Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier im azurblauen Gebirge farmen können. Und zwar hatte ich schon ein wenig Glück, konnte mir das einmal holen. Das ist einmal hier die Zügel des befriedeten Slyven. Oder irgendwie so ähnlich heißen die. Und das kriegen wir von einem Elite-Mob, nicht von einem Rare. Den können wir so oft töten, wie wir wollen. Und wo der sich genau befindet, werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich bin jetzt hier auf dem Twink. Der ist 65, also ihr müsst nicht Stufe 70 sein, um das farmen zu können. Und da bin ich jetzt einmal, wie gesagt, mal zu Blauen Gebirge, hier auf den Koordinaten 29, 46. Und hier haben wir einen Mob, der schimpft sich Briesenbiss. Und der spawnt in etwa hier bei der Höhle, wo ich mich jetzt gerade befinde, und fliegt dann seine Kreise. Und den Weg werden wir jetzt mal abfliegen. Also er fliegt von der Höhle hier runter, dann einmal hier an dieser Bergspitze entlang und dann quasi an diesen großen Bäumen um diesen umgefallenen Baum einmal hier im Kreis. Und ja, das macht er dann die ganze Zeit, bis ihr ihn pullt. Der Typ ist, je nachdem, was für ein Level ihr seid, ne, ist er halt auf eurem Level Elite. Auf Max-Level hat er, glaube ich, so 500.000, 600.000 Leben. Kann man relativ leicht umhauen, hat einen 4-Spell und der hockt einfach auf einem normalen Greifen und ist ein Gnoll. Also es ist quasi ein Gnoll, der auf dem Greifen hockt. Sieht ein bisschen lustig aus. Und zu einer etwa, ich sag etwa, 1%igen Drop-Chance hat er den hier das Mount dabei. Das Ganze ist ein bisschen ein Gehassel, weil wie gesagt, ihr könnt ihn so oft umhauen, wie ihr wollt am Tag. Die Spawnzeit ist ein bisschen umstritten aktuell noch. Auf WoW Head gibt es Leute, die beschwören, dass er genau nach 2 Stunden spawnt. Durch verschiedenste Tests jetzt im Stream haben Leute aber auch schon teilweise nach 20 Minuten den Spawn wieder gehabt. Also er scheint ein bisschen unterschiedlich zu sein. Und man kann natürlich hier auch Server hoppen. Und wie ich das zum Beispiel gemacht habe und viele andere, kann ich euch mal zeigen. Wenn ihr jetzt hier quasi wartet, ich habe mich meistens tatsächlich hier auf den Berg gestellt, weil da fliegt er vorbei, habe mir einen Target-Makro erstellt mit Briesenbiss, also so heißt der Typ, ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Ziehen wir mal WoW Head einmal mit rüber, dann seht ihr das ein bisschen besser. Das machen wir noch zu, so, da haben wir ihn, hier fliegt er auch rum, das hatte ich euch gerade gezeigt, ne. Und so sieht er aus, Briesenbiss, der sitzt halt einfach auf so einem Greifen drauf. Und hier seht ihr auch nochmal, Dropchance 1,5. Ich schätze aber, dass es eine gerade 1%ige Dropchance ist. Genau, und dann einfach hier einen Makro gemacht mit Target Briesenbiss und dann ihn einfach wieder abgefarmt. Und wenn er bei euch nicht da ist, geht er einfach ins Tool rein, am besten bei Quests. Dann gibt er Azur ein für Azurblaues Gebirge und dann queut euch halt einfach in die Gruppen rein. Einfach reinqueuen. Jetzt ist halt ein bisschen spät in der Nacht, deswegen sind jetzt nicht so viele da. Und ich bin auch noch im War-Mode mit dem Char. Was teilweise ein Tipp sein kann, im War-Mode oft sind halt sehr viele Leute da. Und dementsprechend macht es manchmal Sinn, sich ein bisschen antizyklisch zu verhalten und dementsprechend im War-Mode zu gehen. Da kann man zwar umgehaut werden, aber teilweise sind da weniger Leute da und man hat dann ein bisschen das Ganze entspannter. Und dann macht er halt hier eure Runde, sobald ihr in den Server gehoppt seid. Haut euch ein Makro rein. Das habe ich jetzt mit dem Twink nicht, weil das eigentlich nur ein Bergbau-Twink ist, mit dem ich gar nicht vorhatte, das Mount zu farmen. Aber ich wurde eingeladen von Leuten aus dem Stream und da ist er dann gedroppt. Bei mir persönlich hat es jetzt zwischen 50 und 100 Tries gedauert. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich habe aktuell meine Addons aus, die das mittracken. Aber sowas um den Dreh könnt ihr rechnen. Es gibt Leute, die haben ihn nach 10 Tries gehabt, hier aus der Community. Wir haben aber auch tatsächlich Leute, die 1000 Tries schon haben. Grüße hier raus an den Galadin und die ihn immer noch nicht haben. Also das Ding ist halt ein bisschen mistig, was von der Dropchance heißt, ihr müsst halt ein bisschen Glück haben. Gut, das sind die Informationen, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das ein bisschen weiterhelfen können. Jetzt schauen wir uns aber noch das Mount an. Lernen wir das einmal. Und dann schauen wir uns das mal an. Halt, stopp, hier müssen wir reingehen. Und dann einmal auf... Moment, ich habe mich vertippt. Sliven, da haben wir einen Befreiter, nicht befriedeter Sliven. Ja, deswegen haben wir nicht gefunden. Schön mal falsch gesagt hier am Anfang. So, fliegen können wir ja hier leider nicht mit den normalen Mounts. Deswegen werden wir uns das jetzt einmal am Boden angucken. Gehen wir vielleicht noch einen Ticken näher ran an das hübsche Tier. Also dasselbe Model hatten wir ja schon in Rot. Da habe ich ja euch ja auch schon einen Mount Guide gemacht. Das machen wir einmal hier. Das Mount Special, gut, auf einer schrägen Ebene ist es natürlich jetzt nicht ganz so geil, aber ich denke mal, man konnte sehen, was er macht. Ist jetzt halt hier so ein Silbergrau, die Variante, ist auch ganz schick und naja, ist wieder ein Mount mehr für die Sammlung. Damit sind wir jetzt aber tatsächlich am Ende von dem Video. Schreibt mir gerne
eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Tries hier auf das Mount verbracht. Würde mich auch interessieren, bei wie viel ihr steht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mount Guide wieder. Euer Chela. Bis dahin. Ciao.